Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Devil May Cry. In der letzten Folge haben wir die Schmalzlocke besiegt. Die gibt es jetzt wirklich nicht mehr, konnte auch nicht mehr wegfliegen. War ein ganz schön zäher Kampf, ich war kurz davor zu verlieren. Aber wir haben es noch geschafft. Direkt danach haben wir unser Schwert, das Yamato, ich habe keine Ahnung, wie der Artikel ist. Auf jeden Fall haben wir Yamato zurückgeholt. Und somit das Tor zur Hölle wieder geschlossen. Und der Einzige, der jetzt noch fehlt, ist seine Heiligkeit. Und vielleicht sehen wir dann auch Nero und die Kyrie wieder. Mal schauen. Springen wir mal in die nächste Mission. Weiter geht es. Ich hoffe, das fällt jetzt auf keine Oma. Es gab da eben mindestens 10 Tote. Ich meine, da waren Häuser, Wohnhäuser. Die Dame mit den hübschen Augen. Ja, immer. Oh. Da ist er. Da ist er, da ist er. Der Zerstörer, stellen Sie sich dem Erlöser. Ja, mache ich. Mache ich sofort. Ja. Ich hatte schon Angst, dass das Schwert wieder verloren geht. Da war er zu langsam. Oh. Das heißt, wir müssen da rein. Und sag nicht, ich muss da hin und her hoppeln, da falle ich doch wieder runter. Ich muss hoppeln. Von Yamato, von Dantes Bruder verwendetes Katana, das sowohl der Schlüssel zum Tor zur Hölle als auch zu dessen Zerstörung ist. Der Darkslayer, wenn Sie Yamato Ihr eigen nennen, können Sie es für den Darkslayer-Stil verwenden. Um ihn zu wählen, drücken Sie die Taste des aktuellen Stils erneut. Ah ja. Heißt Schwertmeister Darkslayer. Oh, ist er. Upsala! Der ist ja schon da. Nein, nicht auf mich schießen. Wo muss ich denn hin? Ups.
Nein. So richtig funktioniert das nicht. So, darf ich mal hier weiter? Upsala. Hey. Ich will noch mal kurz schauen. War hier irgendwie eine Kanone, oder? Ah ja, ah ja, ah ja. Ich kann es abschießen. Da fällt er um. Und liegt er jetzt im Dreck? Jetzt habe ich mal schnell dahin. Geh du hier mal weg. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Ich muss in das Tierchen da rein. Wo ist er denn hin? So. Kann ich hier einfach reinhoppeln? Nein, natürlich nicht. Ah, ich glaube, hier ist irgendwo dann gleich der Eingang. Na, ich will die Gegner fokussieren, bitteschön. Guck mal, da runter. Meine Güte. Upsi. Was war das? Das ist aber schön, der Effekt. Ach, das ist kaputt, okay. Glaube, ich muss hier drauf hoppeln. Jetzt steht er wieder auf. Ich glaub's ja nicht. Ah ja. Gut. Uba. Holla, holla, holla. Also ich muss jetzt die nächste Kanone finden, oder? Wie funktioniert das? Ey. Oh. Ich kann das abschießen, okay. Ja, dann schieße ich doch mal. Uba. Ah ja, das ist oben gefallen. Kann ich hier was? Gehen wir mal schnell darüber. Lass mich mal das da erst kaputt machen. Jetzt darfst du. Ups, das war so gar nicht geplant, aber okay. Schnell weg. So, das ist bereits kaputt, okay. Dann mach mal schnell weiter. Lauf mal weiter. Lass die mal da stehen. Weiß nicht, ob ich gerade was fokussiert habe, aber oh, er steht wieder auf. Gut, ein paar blaue Lichter sind Lichterschen. Ups, geh mal weg. Sehen ja schon kaputt. Vorbeigeschossen. Schon wieder. Jetzt. Wieder vorbei. Okay, ich glaube, das funktioniert von hier nicht. Nein, ich bekomme den nicht fokussiert, den guten. Lauf mal schneller. Ah, jetzt aber.
Upsa. Der ist aber wütend. Bin ich eben runtergefallen? Also das sah so aus. Schnell weg. Schnell weg. Ich hoppe mal hier weiter. Aha. Da fällt er um. Jetzt schnell die Dinger wieder kaputt machen. Ich hoppe mal hier entlang. Oh, ein roter. Das weg. Lauf mal hier weiter. Okay, wo geht's hier weiter? Ich hätte ja gern ein. Ach hier. Ich sehe halt nichts. Kann auch die Kamera nicht bewegen. Ach, hier war ich da eben. Oder? Ja. Ich dachte schon. Da wartet schon wieder einer auf mich. Ja, dann wart mal da weiter. Ich hau mal ab. Oh, was haben wir denn hier? Nein, ich war zu langsam. Ich bekomme die nicht fokussiert. Ich springe mal da hoch. Ah, hier ist wieder so eine. Jenes da. Mach mal hier ganz schnell. Da fällt er wieder um. Und jetzt schnell wieder darüber. Achso, das ist ja die falsche Seite. Glaube ich. Oh, ach ja, hier wollte ich ursprünglich sowieso hin. Ja, geht, lass mich doch mal in Ruhe. Ich spring mal hier weiter. Okay, das ist schon kaputt. Das ist auch kaputt. Kann ich hier hoch? Na, auch kaputt. Hier fehlt da noch welche. Ich weiß aber nicht so ganz, wie ich da hinkomme. Irgendwie muss ich noch hinter ihn kommen. Also ist auch kaputt, okay. Ah. Sehr schön. Ich bekomme es nicht ganz fokussiert. Na? Ich geh doch mal weg da. Jetzt habe ich's. Na, es lebt noch. Okay, der Kopf und die Brust fehlt noch. Upsa. Geh mal hier weg. Dann fällt er wieder um. Nein. So. War da eben von hier, genau. Ah ja, kann ich nicht mehr anvisieren, ist kaputt. Gut. Hier kann ich auch nichts anvisieren. Von hier vielleicht. Nee. Wie komme ich denn da hin? Irgendwas habe ich getroffen.
Also da rechts geht immer die Leiste hoch. Jetzt nicht mehr. Aber so richtig klappt das noch nicht. Von hier komme ich. Ah, ja. Doch, vielleicht. Jetzt habe ich hier den Gegner. Oh, jetzt hat. Ach. Oh, na super. Auf die habe ich ja gar keinen Bock. Ich erinnere mich an diesen Tunnel vorhin oder in der vorherigen Episode oder vor zwei Episoden, bin mir nicht ganz sicher. Als dieses Gas da ausströmte und ich drei von diesen hier hatte und das hat ja ewig gedauert. Oh, ich glaube, jetzt habe ich einen. Und noch einen. Komm, hier geblieben. Nicht wegrennen. Na. Boah, gehen die mir auf den Sack. Na klar. Jetzt, ah, nein. Vielleicht damit hier mit diesen Schwertern. Ah, Tatsache. Damit ging es um einiges einfacher. Das heißt einfacher, aber vielleicht war es auch nur Zufall. Ich weiß es nicht. Boah. Ich habe auch richtig viel Leben verloren jetzt. Also, du warst mein Ziel. Ich nehme mal hier weg, wenn du hier schießt. Ah, ich treffe ja das Ding von hier auch. Hey. Da ist das schon mal weg. Wow. Oh, jetzt geschah etwas. Der Eingang im Kopf ist kaputt. Upsi. Es gefällt mir nicht, ich renne mal weiter. Lauf mal schneller.
Ach, ich musste tatsächlich wegrennen. Okay. Upsa. Ach so, oder auch nicht. Also ich weiß nicht, ob das eben resettet wurde. Habe eher das Gefühl, ich renne hier im Kreis. Upsala. Hoppel da drauf. Ja, je. Oh, guten Tag. Über. Okay, das funktioniert nicht so wirklich. Ich nehme halt auch Schaden, wenn der zudonnert und ich in der Luft bin, glaube ich. Was dumm ist, dass denn Dante so langsam ist nach dem Schießen. Na gut, das hier kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Da sitze ich morgen noch. Also ja, der Boss nimmt leicht Schaden. Upp. Na, das funktioniert nicht. Wo ist er hin? Da. Ich bin eigentlich weggesprungen, aber irgendwie. Irgendwas mache ich verkehrt. Bin ich runtergefallen? Oh, was geschah denn jetzt? Ach, der kann wieder umfallen. Okay, dann mal schnell da drauf. Oh, der nimmt richtig böse Schaden. Hat nicht gereicht. Okay, gut zu wissen. Das heißt, ich muss ihn wieder zum Stürzen bringen. Au, 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 au. Steck dich mal hier. Ich hoffe, das reicht. Das reicht natürlich nicht. Renn mal weiter. Ich wollte da draufhabbeln. Das war's jetzt gleich.
Oh, da bin ich tot. Goldene Kugel nutzen. Ja, warum nicht? Oh, renn! Ich hab gesagt, renn. Wenn du nicht rennst, selber schuld. Mal sehen, vielleicht fällt er wieder um. Ja, macht er. Schnell wieder dahin hoppeln. Puh. Wett. Okay. Da ist er. Zumindest der Arm ist da. Ich wünsche, gut geruht zu haben. Ist noch die Frage, wo Kyrie ist und ob sie noch ist. Okay. Das war ganz schön zäh, der Kampf. Aber na gut. Ich glaube, es ist auch noch nicht vorbei, denn die Kyrie ist noch nicht da. Ja, es geht definitiv noch weiter. Das schauen wir uns aber dann in der nächsten Folge an. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Devil May Cry in Zukunft sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.